Boom! Zum dritten Mal wurde dabei der Kleinkunstpreis verliehen. Erstmals an einen Thüringer. Eine Büste von Georg II. Zu Sachsen-Meiningen, allerdings mit der Nase von Loriot, dessen Urgroßvater Hans von Bülow Hofkapellmeister in Meiningen war, wird alljährlich als Thüringer Kleinkunstpreis verliehen. Aus der Hand von Detlef Götz vom Meininger Förderverein erhielt Clemens Peter Wachenschwanz den mit 6.000 Mark dotierten Preis. In der Laudatio hob der Schriftsteller und Texter Matthias Biskubeck aus Rudolstadt die Eigenschaften des Leipzigers hervor, der in Südthüringen geboren und aufgewachsen ist. Für mich auch erstaunlich, wie du extemporierst, die Leute in den Kakao tunkst, sie wieder hervorzerrst und abtropfen lässt, das Gott erbarm, schlimme Wörter sagst, knurst, knarst und grollst mit dem rollenden fränkischen R und dann noch unschuldig in die Gegend guckst. Dass die Lobhudelei, so Biskubeck, nicht aus der Luft gegriffen ist, bewies Wachenschwanz mit Auszügen aus seinem 90-Minuten-Programm Beißen und Buckeln vor rund 70 Gästen, von denen einige aus Westdeutschland angereist waren. Und wenn unsere Brüder und Schwestern da sind, das sage ich denen auch immer auf den Kopf zu. Wir müssen uns manches auf den Kopf zu sagen, dass wir manches eher hatten als ihr. Das wisst ihr gar nicht. Wenn ich an das graue Klopapier denke, das hatten wir lange vor euch. Ja. Und als ich dann das erste Mal das Westliche getestet habe, da habe ich festgestellt, das waren ganz billige Imitationen, waren das. Das hat er lange nicht beidseitig diese Härte gehabt. Und da war mir natürlich sofort klar, warum es bei uns so viele Rotärsche gab. Ja? Seit 1985 ist der frühere Sportlehrer als Sänger und Moderator tätig. Seine Stärken liegen im Gesang, im Klavierspiel und in der Beherrschung lauter und leiser Töne. Je ahnungsloser man ist, desto freier kann man sich fühlen. Na, wir haben ja echt gedacht, dass wir zur DDR-Zeit schon eine Bürokratie hatten. Das waren doch nur Sandkastenspiele gewesen, oder? Hab ich dich angeschaut. Du warst so wunderbar gebombt, allein vom Busen, sag ich. Du musst mich angucken, das Lied geht sonst nicht. Ich kann mir vorstellen, dass du dich beschissen fühlst jetzt, aber